Hallo liebe Leute und willkommen zu meiner Episode 5 Let's Play Minecraft. Heute wieder hier mit Robin, immer noch in der gleichen Nacht. Es ist jetzt schon kurz vor 5. Also wir sind immer noch hellmunter. Mhm. Bald ist es auch hell draußen und Genau. Und wir waren gerade nochmal außerhalb unserem Büro hier im Gebäude und wir haben nichts gefunden. Wir sind mit der Kamera hier rumgelaufen, haben aber nichts gefunden. Ja, Robin ist gerade sein Horrorspiel am Rendern. Du? Achso, ich mach deins gerade. Ja, ich habe selber auch eins gemacht, was ihr bestimmt sehen wird. Kann nur sagen, lustig. Müsst ihr euch angucken. Ja, ne? Kann man angucken. Kann man angucken. So. Kann man nachfüllen. Wir machen jetzt heute hier weiter. Weil das so lustig ist. Hab ja schon letzte Episode gesagt, dass wir den Boden wieder ändern. Ungefähr, irgendwie wechseln wir uns die ganze Zeit ab, ne? Jeder eine Folge aufnehmen. Und ja, das ist so gut. Kriegen wir wenigstens was für die Zuschauer wieder gebacken hier. Ich bin am überlegen, ob ich nächstes, wenn wir uns wieder abwechseln, was Neues anfangen. Also neben Falken dann vielleicht noch ein kleines anderes Projekt anfangen. So, ich werde auch ein neues Projekt noch hinzufügen. Das wird LKW fahren. Oh! Ja, gucke an. LKW-Simulator. Werdet dann sehen, was es für einer ist. Es gibt ja mehrere. Dafür muss ich aber erstmal ein Aufnahmeprogramm finden, weil das Programm, was ich jetzt benutze, nimmt leider den Ton nicht mit auf. Und das stört mich so ein bisschen. Vom Spiel jetzt? Genau, also der nimmt jetzt nicht den Spielton mit, der nimmt nur den Bildschirm und halt meine wunderschöne Stimme mit. Aha, wunderschön. Ja, sagt meine Mama immer. naja, egal. Lassen wir uns mal bei deiner Mama. Ja, ja, Robin. Das ist einer. Nee, Laura, das war so. Gut, aber anderes Thema. Anderes Thema. Mal gucken, ob ich heute, also ich probiere heute mal nicht so viel zu über andere Dinge nachzudenken. So, letzte Folge war ich ja mal am Ende ein bisschen weg vom Fenster. Also Minecraft ist, muss ich sagen, ist ein sehr schweres Spiel, wo man wirklich sehr schwer kommentieren kann, weil man einfach nicht weiß, worüber man erzählen kann. Du kannst schlecht über das Spiel erzählen. Gut, Blöcke, setz mal da einen Block hin. Gut, setz mal vielleicht da noch einen Block hin. Wir drehen uns mal um 60 Grad, drehen wir uns mal um 80 Grad, ja, drehen wir uns um 45 Grad also, und machen diesen Sandblock weg. Gut, das war's mit dem Display. Also im Endeffekt muss ich doch einfach nur über Scheiße sprechen, die Zuschauer mögen. Aber ich würde es nicht als Scheiße. Nein, dürfen wir ja nicht hier sagen, ne? Nicht Scheiße mehr. Nee, sagen wir jetzt nur noch Kacke. Aber da wollte ich jetzt hier so einen wunderschönen Pavillon hinbauen. Wunderschön. Der so circa ist. Aber dann haben wir schon unser nächstes Problem, dass der Fußweg damit abgeschnitten wird. Nummer 1 ist fertig. Ja, WTF halt mal eins. Nummer 1 ist fertig. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ob es glaubt oder nicht, ich habe einen neuen Trailer. Ein neues Intro. Genau, einen neuen Intro. Welches denn? Intro? Ist das, was du da hast jetzt? Ja, das Minecraft-Intro. Soll ich das auch bei Falknet reinmachen? Nö. Soll ich meins weiter reinmachen? Ja. Gut. Dann das. Oh. Dann kann das. Ich erzähl mal ein bisschen über mich. Also, ich heiße Joey. Ich bin ein Mann. Und ach Quatsch. Ja, glaubet oder nicht. Und ich glaub's nicht. Und das war's eigentlich schon so. Also bin nur ein mehr erzähle ich nicht. Ja, das könnt ihr alles online. Nee, immer ein Scherz. Fuck, welches war was? Was war das? Ich habe hier eine so super Idee für dieses Dach. Mal gucken, ob die auch so geil aufgeht, wie es in ihrem Kopf hat. Nein, zwei. Nee, ich glaube, einfach mal so. Aber ich spiele nicht gerne nachts, also machen wir mal so. Tada! Feinjustierung wieder. Sag mal, Robin,
Was bringt dich eigentlich dazu, jetzt noch nachts, kurz vor 5, noch Videos zu machen? Ja, ich würde eher sagen, was hält uns denn nicht davon ab? Ja, Ja, Mutti, ich Mutti. bin ja nicht bei meiner Mutti. Nee, Wir nee. sind ja hier im Studio. Genau. Und ja, es macht einfach viel mehr Fun, in der Nacht Horrorspiele zu displayen. Ja, also es bringt einfach viel mehr. Vor allen Dingen, wenn man schon ein bisschen das Gänsehaut-Feeling am Abend gehabt hat, wo Genau. man an einem Fenster sitzt, wo man denkt, da kommt gleich jeden Moment so ein Pädophiler vorgesprungen und zeigt dir den Lümmel ins Gesicht. Das ist, ja, unbeschreibliches Gefühl. Ja, also Robin sitzt am Fenster, wo davor ein Vordach ist von dem Gebäude, und da freut er sich, wenn da mal irgendwie ein 55-jähriger Mann mit seinem Wir können ja mal zusammen in Minecraft jetzt mal unseren Tag auswerten, wie der so war. Wir fangen mal ganz anders an. Ja, din, 5 Uhr nachts. Willkommen zu den Abendnachrichten. Heute in Nachrichten: Das Wetter, blauer Himmel und leicht Nein. bewölkt. Wir haben heute schon eine Schlittertour durch mit einem alten verrosteten Fahrrad, das Joey gehört. Aha. Sagen wir mal so, wir sind am Überlegen, ob wir es vielleicht ins Internet stellen. Ja, du bist am Überlegen. Ich bin mehr an. Nein, lass uns das nicht Weil das machen. wäre ein bisschen peinlich, Ja, ein bisschen viel. aber eher lustig. Ja, aber. Kannst du mal erzählen? Du bist ja so ein schöner Erzähler. Genau. Also, wir waren heute eine schöne Fahrradfahrt durch die Stadt. Ja, und dann fahren wir an einem Berg runter, und da ist ein Fahrradweg und ein Fußgängerweg. Und ich, so gut wie ich bin, fahre auf dem Fahrradweg. Mir fliegt was aus der Hosentasche, aus der Jackentasche, und deswegen musste ich zurückfahren und das aufheben. Und nun ist Robin auf dem Fußgängerweg gefahren, und da war, weil Karma is a Bitch, da war Eis. Und Robin legt sich fast auf die Schnauze. Und so wie wir sind, haben wir gesagt: Eis, okay, wir machen jetzt mal ein Video. Vielleicht wird das ja auch mal so groß auf YouTube. Und dann haben wir das Video gemacht. Und Robin fährt da lang, legt sich nicht auf die Schnauze. Ich fahre da lang, ich leg mich auf die Schnauze. Also persönlich, ich finde es nicht so witzig, weil, ja, ich glaube, ja, das ist, nee, das ist, das, ich glaube, da kann ich nicht drüber lachen. Ja, doch, du hast drüber gelacht. Ja, aber das fremd in die Welt zu setzen, das müssen wir jetzt mal nicht machen. Aber YouTube auf Facebook machen. Videos auf YouTube machen. Ja. Ja. Aber wir hatten unseren Spaß unterwegs. Ich habe mich hingelegt, mein Bein ist deshalb aufgeschnitten in Stückchen. War eine kleine Schürfwunde. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich gerade den Block weggetan. Und was passiert jetzt? Jetzt mache ich den kaputt. Das passiert mir so oft. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr, weiß ich nicht, bemängelt, ist ein Scheißwort, beziehungsweise was ihr mal sehen wollt, beziehungsweise was wir auch noch ändern können an unseren Videos, was wir noch, ja, optimieren können. Ihr müsst Ey, halt nur. ey, nein! Nein, hör auf zu brennen. Bist du denn doof Ihr oder müsst. was? Der fängt das einfach an zu brennen, Robin. Was sagst du dazu? Cool. Nee, Ihr müsst nicht einfach cool. verstehen, wir haben nicht gerade. Okay, Joey ist die Internetleitung durchgebrannt, deswegen kommt das Video ein bisschen verzögert. Was tun da jetzt? Ja, ich bin am Und Ausprobieren. wir machen einfach unsere Videos so, wie die Internetleitung mitspielt. Ich zu Hause kann es persönlich nicht hochladen, außer ich habe Bock, ein Video 3 Tage lang am Stück hochladen zu lassen. Nein, habe ich nicht. Deswegen lasse ich das beim Joey, wenn ich mal beim Joey im Studio, wenn ich mal beim Joey im Studio bin, lasse ich das da hochladen, denn überall ist eine bessere Leitung als bei mir zu Hause. Jeder hat eine 60.000er, eine 6.000er, eine 50.000er, eine 100.000er und was habe ich, eine 100.000er, eine 1.000er. Heißt, was ihr mit einer 100, jetzt fängst du wieder an. Ja, also. Was ihr innerhalb von einer halben Stunde runterladet, dauert und braucht bei mir 3 Stunden. Gut, ich muss irgendwie die 13 Minuten hier noch über den Dings gehen. 13 Minuten Ja. dauert dein Video dann noch zum Rendern. Ich muss noch ein paar Thumbnails verdienen.
Übrigens hast du deine 11 Minuten jetzt hinter dir. Mach Überzug. Überzug? Machen wir Überzug. Weil Weihnachten ist, machen wir für euch Überzug. Ah, 20 Minuten heute. Mhm. 20 Minuten. Kann 15? 20. 20? Gut, ja. Machen wir 20. Sind wir nett heute. Kann ich nachher noch ein bisschen länger rummachen. What the fuck? Hey. Ja, Herr Render. So hey. Gibt uns das mehr Zeit hier. Das war aber jetzt neu. Das habe ich schon aber... Oh. Aha, ich geh ja durch wie Scheiße. Aber wisst ihr was? Ihr wisst was, was ich nicht weiß. Dass wir jetzt das Dach hier... Wir würden uns auch sehr über ein paar neue Abonnenten freuen. Genau. Also, wenn es mal ein bisschen hochgehen würde. Ich meine, wir sind jetzt nicht so eine Geld, so eine Abonnent-geilen Schweine, aber so ein bisschen Feedback, wenn wir sehen, die Abonnentenzahl gehen hoch, dass es euch gefällt, ist schon... Also erzählt euren Muttis, euer Papis, euren Freunde, euren Omas, Opas, Onkel, Tanten. Euren Kindern, wenn sie gerade nicht. Genau. Wenn sie nicht gerade so alt sind wie ihr. Boah, dieser Leck, ey. Wenn man mal Lecko funny. Auf die News Times zurückdrückt, zurückdenkt. 13-jährige Schwanger. Hast du es gelesen auf Facebook? Nö. 6 Mädchen vor einer Klassenfahrt schwanger zurückgekommen. Die kleinen Jungs, die da gepimpert haben, die fühlen sich wahrscheinlich wie die geilsten Stecher, Alter. Tja, die müssen erstmal in Alter kommen. Ja, die anderen, Alter. Jetzt haben sie auch ein Kind an der Backe. Nee, stimmt gar nicht. Am Kind. Jetzt hat ein Kind ein Kind. Das jüngste Kind, was ein Kind bekommen hat, das war mal 7 Jahre. Nee, das war 4 Jahre. Ja, 4 Jahre. Mit 4 Jahren? Ohne Witz? Ja. Also, die Kommentare werden bestimmt darüber explodieren. Und ey, nein, ohne Witz, ihr könnt es ja googeln. Die werden dir schon erzählen, dass du einen an der Backe hast. Ihr könnt es googeln. Ja, google doch mal. So. Ich habe hier kein Internet. Ihr könnt es wirklich mal googeln und dann seht ihr, dass das jüngste Mädchen, schwanger gewordene Mädchen, war 4 Jahre alt. Das geht doch gar nicht. Das geht. Nein. Wenn du einen Vater hast, der jeden Abend sagt, mal bück dich und... Nein, aber das geht doch gar nicht. Das geht. Der Frauenkörper kann doch mit 4 noch nicht so weit sein, dass die... Siehst du doch. Ja, aber das geht doch gar nicht. Oh. Das geht doch, biologisch geht das nicht. Normalerweise geht auch nicht einfach, dass die Tür auf und zu wieder geht und dass die andere Tür da auf zu. Das geht auch nicht, erklär mir das mal. Das war der Luftdruck in dem Haus. Ja, ja, ja. Das geht biologisch nicht. Das ist aber na, so. Das geht nicht. Schreibt's einfach in die Kommentare, wenn ihr es gefunden habt. Wer es nicht gefunden habt, ist gut. Dann lasst einfach ein Dislike da. Genau. Nee. Jeder, der es gefunden hat, lässt ein Like da und jeder, der es nicht gefunden hat, lässt ein Dislike da. Ja, da werden mehr Dislikes als Likes sein. Das wirst du ja nicht. Und jeder und wer sowohl als auch gefunden hat, also was gefunden, sowohl als auch nichts gefunden hat, der lässt einfach mal ein Kommi da. Ein Kommi. Ja, und wir haben sogar unser Fanbase schon bis nach Nordamerika geschafft. Glauben Sie es oder nicht, wir haben Fans aus Nordamerika. Frag mich nicht, wie Sie es verstehen. In aber Kanada. Genau, sie sind da. Das hat uns auf jeden Fall schon mal gefreut. Tja, da muss auch schon die ganze Geschichte erzählen. Wie kommst du denn dazu? Ja, ich kenne da drüben so ein paar Leute. Ach, kennen oder bist vielleicht mit denen zur Schule gegangen? Nee, das war damals. Ach so, vor ein paar Monaten. Nee. Nicht. Nee. Vielleicht über Skype vielleicht mal kennengelernt. Ja, irgendwie mal. So mit deinem gebrochenen Deutsch ist doch voll scheiße. Deutsch ist. Englisch meine ich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nee, ich meine Englisch. Englisch ist eine echt schwere Sprache. Ah, ne? Schlimm. Es ist schlimm, wenn man das fließend spricht. Englisch. Ich möchte jetzt auch mal so schön sprechen können wie du. Tja. Das war Sarkasmus. Ja. Du mich auch. Oh, hast noch 4 Minuten. Ja, wir können hier direkt 40 Minuten. Ja, natürlich. 40 Minuten, ja gut, ich muss es ja nicht rennen, muss früher am Ende weg. Dann, 40 Minuten Let's Play. Ich habe den geilsten Computer auf der Erde. Du hast einen Laptop. Ja, und? Und der von Apple. Ja. Das ist der neueste Apple-Laptop, den es heutzutage zu kaufen gibt. Ob du auf den Rücken guckst oder nicht, du sollst da labern. Ja, ich laber doch schon. Bleib doch ruhig. Wir müssen mal hier Licht in die Bude bringen. Hat er noch 9 Minuten? Nein, das brennt schon wieder. Oh, Malaka.
Was machst du? Warte mal, kann man das hier nicht ausstellen, dass das... Nee. Na klar. Nein. Doch. Nein. Doch, das geht, dass man das... jetzt diskutieren? Man geht, dass das Feuer nicht weitergeht. Das geht. Man geht, dass das Feuer nicht weitergeht. Also es geht, dass genau das Feuer nicht weiterspringt. Weiter anfackelt, ist mir egal. Ah, es geht. Es geht, ich weiß das. Egal. Oder vielleicht nicht. Schau ins Regal, Steven Seagal. Steven ist wahr. Steven Seagal. Nein. Doch. Ich glaube, ich habe den Zug auf der PC. Schnauze Uhr. Ja, solltest du aber lieber nicht spielen. Also, das muss doch gehen. Ach, egal. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier schön Whirlpool machen können, aber nein. Nein, 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 das muss brennen. Wieso brennt das? Das ist nicht schön. Ja, ja, wir haben es verstanden. Du stehst auf. So, das war was ordentliches. Das haben wir da. Ich dachte, das dürfen wir gar nicht. Musik hier reinmachen. Ja, gut, das war gerade Line Fischer. Hashtag schwul. Hashtag wer es mag, soll sich ficken. Hashtag. Ey, vielleicht haben wir auch Leute hier, die uns zugucken, die auf Helene Fischer stehen. Ist mir egal. Ich weiß. Was hätten wir denn noch hier? Ach stimmt, wir haben ja die GEMA hier noch am Arsch. Die was? Die GEMA. Jetzt werden sie dir das Video sperren. Nein, werden sie nicht. Ja, wenn, sage ich denen ja, hallo, Joey der Name. Robin hat die Musik gespielt, ich habe damit nichts zu tun. Aber wenn, dann wird eh nur dein Video gespielt. Ja, ja. Also, liebe Leute, das Video wird nicht lange da sein. Also bitte, guckt es euch bestellt. An. Ja, bestellt. Ach, Gottchen. Wir haben auch eine Webseite, da findet ihr gar nichts drauf. Also, die gibt es ja seit einer Weile. Und wir müssen mal wieder eine ordentliche erstellen, ey. Ohne dieses Wix.com. Ey, ohne Wix, ohne Wix, ohne Witz. Die Seite heißt Wix.com. Ey, ist aber eigentlich für so ein paar aber neue... Aber nicht unsere. Nein, da könnt ihr natürlich, müsst ihr mal eingeben auf Wix.com, müsst ihr mal eingeben, ja, müsst ihr nicht eingeben, einfach mal auf Google suchen, da könnt ihr eure eigene Internetseite erstellen, natürlich steht in überall Wix, drin. Ach so, W-I-X, ja. Nee, W-I-C-E, W-I-X, Wix, wie ja, Wix, hab ich doch gesagt. Wix, wie Wix, nicht Wix, ja, 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 ich dachte jetzt, du meinst Wix, sorry, ja, so. Jetzt auch. Und da, alles klar. Und da könnt ihr euch dann eine bescheidene, kleine, hey, eigene Internet. Hey, wir werden nicht bezahlt für diese Werbung, also bitte. Ja, die auch nicht für ihre Dinge. Jetzt steht, wenn du diese E-Mail-Adresse hast oder diese Website hast, dann steht da überall drinne von wegen, ja. Zum Beispiel nicht die E-Mail-Adresse www.gameyourlifetv.de, sondern www.wix.com Hashtag nicht Hashtag. Ja, die Schnauze. Ey, wir sind eigentlich schon wie lange sind wir jetzt schon dran? Weiß ich nicht. Ja, jetzt müssten wir mal aufhören. Nein. Also eine kleine Pause legen wir jetzt mal ein. Er macht das restliche Gras da weg und wir würden, ich würde mich schon mal verabschieden von euch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Kommentar. Ey, ist das dein Video oder mein Video? Das ist dein Video. Aber du sagst es ja nicht, also mach ich jetzt Schluss. Nö, ich sag Schluss. Ja, ich habe ja für mich schon mal verabschiedet. Ja. Lasst ein Abo da, Kommi, dankeschön. So, liebe Leute, jetzt sag ich es erstmal normal. Vernünftig. Also, wir werden bestimmt noch die nächste Folge direkt auch noch aufnehmen, wenn wir einmal dabei sind. Ich sehe gerade, das Mikrofon war halb eingesteckt. Mal gucken, ob der das auch alles aufgenommen hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wie... mein alter Kollege Robin schon sagt, bitte like. Kollege Boss heißt es. Bossi. Ja. Freund. Freund? Ja, sind wir nicht Freunde? Naja. Aber nur nicht auf einer schwulen Basis, ey, bleib ruhig. Habe ich kein Interesse dran. Nichts gegen Schwule, also.
ich bin selber nicht schwul, aber egal. Du musst. Ja. Ich sag da mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja. Hoffentlich labern wir jetzt nicht zu viel Scheiße. Kacke meine ich. Bis euch. Nee. Nee, kommt bitte wieder zum nächsten Video, okay? Jo, tschüss.